10 unserer Sahara-Marokko-Tour. Wir sind jetzt auf dem Weg in die großen Dünen, haben in Zagora auf dem Campingplatz übernachtet und uns jetzt gerade wieder für 3 Tage mit Lebensmitteln eingedeckt. Wir hatten noch eine geile Überraschung von unserem Veranstalter bekommen. Und zwar haben so Künstler Modelle von unseren Autos gemacht. Super geil. Und das werdet ihr wahrscheinlich nachher nochmal in der Wüste sehen. Da werde ich das Modell mal auf eine Düne stellen. Und die größte Düne, die wir jetzt sehen werden, soll wohl so um die 60 Meter sein. Also der absolute Hammer. Ja, und wenn wir dann 3 Tage im Sand gespielt haben, machen wir uns auf den Weg nach Marrakesch und werden da den großen Zug besuchen. Ja, und dann ist auch schon bald wieder die Reise zu Ende. Aber noch sind wir ja nicht so weit. Jetzt geht's erstmal ab in den Sandkasten. Reingehauen!
Christian hat sich festgefahren. Wir müssen kurz warten, bitte. Christian braucht Hilfe. Erstmal nicht. Wir müssen rückwärts runterziehen. Das bringt doch sonst nichts. Wir hängen auch. Wir wollten noch Pause machen, oder? Total geil, wir sind jetzt auf dem Weg zu den großen Dünen. Und haben jetzt die kleinen quasi, was ist passiert? Eigentlich sind wir mittendrin und es tobt ein tierischer Sandsturm. Geil, alter Schwede. Und dann machst du einmal die Tür auf und dann hast du die halbe Füße im Auto. Naja, wir haben das Camp aufgeschlagen oder sagen wir mal so. Wir werden das Zelt quasi so spät wie möglich aufstellen und morgen geht es dann weiter. Und dann gucken wir mal, dass der Wind sich so beschlägt, sonst wird es hier echt noch ein Spaß. Ja. Ist das jetzt eine mit großen Zangen? Nein, kleine. Ja, kleine ist das. Deswegen schau, die sind noch ganz dünn bloß. Der wäre jetzt eher. Das ist giftig. Das ist giftig, das ist böse. Richtig. Das sind diese Sahara-Skorpione. Das ist ja sechs Füße, oder? Ja.